Hallihallo, da bin ich wieder mit Let's Play Splinter Cell Conviction. Letztes Mal haben wir ja ein bisschen gefailt am Schluss. Was ja so ungewöhnlich ist. Also, ich stelle mich hier extrem doof an, sage ich mal. Muss ich hier mal ganz klar sagen. Diesmal mache ich es hoffentlich ein bisschen schlauer. Da kommt der erste Kollege, der jetzt hier schön rumsteht. Können wir uns den schnappen? Ach komm, scheiß drauf. So, dann lassen wir den mal als Mausefalle erstmal hier liegen. Schleichen uns hier ein bisschen hin. Dann kommt der Schrotenheini, der uns das letzte Mal ziemlich böse zugesetzt hat. Mit seiner bloßen Anwesenheit, da ich auch noch ausschalten musste. Verdammter Mist! Oh Scheiße! Den hat einer umgelegt! Tja, wer wohl? Kuckuck. Knallt ihn ab, das ist fair! Nimm das, du Weichei! Wir legen dich um, genau wie die Wissenschaftler! Immerhin habe ich so das grobe Gefühl, die wollen die Wissenschaftler ausschalten. Vorwärts, ich nagel ihn fest! Ich erledige ihn! Feuerschutz! So, dann markieren wir mal die Leute, dass wir so merken, also dass wir wissen, wo sie sich befinden auf jeden Fall. Und im Zweifelsfall ausschalten. Schick mir Verstärkung, alleine finde ich den nicht! Als die Weißkittelfischer. Ist das wegen des Gaslecks? Wo ist er hin? Kannst dich nicht ewig verstecken, du feige Schwein. Oh, okay, hat gerade so geklappt. Wo ist der andere? Der ist da hinten. Wie kommt der jetzt um die Ecke? Das ist die große Frage. Hey, Mist, die Wissenschaftler hier drüben liegt eine Leiche und es ist kein Komm Wissenschaftler. Raus. Du Fischer! Abgehauen. Weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er ist weg. Scheißdreck. Ja, ich bin auf jeden Fall weg. Scheiße. Achtung! So. Haben wir es jetzt alle. Ah, da ist schon mal ein Wissenschaftler. Hallöchen. Tun Sie es nicht. Beantworte meine Frage, dann sehen wir weiter. Woran arbeitest du? Wieso die ganzen Sicherheitsvorkehrungen? Wir erforschen Abwehrmaßnahmen gegen EMP-Angriffe. Hauptsächlich fürs Militär. Seit Robertson hier ist, geht's nur um ein Projekt. Robertson, was treibt er so? Sie meinen, abgesehen davon, dass er Black Arrow das Labor überlässt, er sammelt die Daten aller Experimente und löscht sie danach aus dem System. So kann nur er überblicken, an was wir arbeiten. Und Lucius Garriott? Was hat der mit der Sache zu tun? Der Besitzer der Firma. Derjenige, der Black Arrow und Robertson damit beauftragt hat, für die Sicherheit zu sorgen. Ich glaube, es ist an der Zeit, Robertson das mit der Datensicherung abzunehmen. Wie komme ich rein? Könnte sie in den Aufzug bringen. Gut. Mach das und verschwinde danach. Ich glaube, ich bleib lieber hier. Ein paar meiner Freunde brauchen vielleicht Hilfe. Vielleicht kann ich... Oh. Viel Glück. Jetzt wollte ich mich da hinten noch mal ein bisschen umsehen. Aber gut, gehe ich halt. In den Aufzug. Zack. Keine lustige an die Wand werf Animation. Okay. Bitte. Hilfe. Auf jeden Fall eine schöne Firmenparty, die sie hier schmeißen. Gibt hier schon die ersten Alkoholleichen. Ausgerechnet jetzt Flex natürlich. Nimm das, genagelt! Schnappen wir ihn! Bewegung! Los, los! Verstehe! Okay, Arsch! Da
Lief ja super mal wieder zu Beginn. Hat man davon, wenn man zu gierig zum Loot rennt, bevor man irgendwas anderes nachgesehen hat? Ich werde ein bisschen übermütig. Haftkamera, yeah! Müssen wir doch direkt mal upgraden. Haftkamera ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsgegenstände hier. So, was haben wir hier? Einen freien Raum. Alles klar. Noch, ich wollte doch nicht da nachgucken. Hier, mach auf. Mach die Lok auf. So ist gut. Hätte ich eigentlich auch. Nein. Okay. Kann man hier irgendwas anderes noch? So. Auf dem Tresen seine Waffe liegen lassen. Lief natürlich richtig super, dass der direkt hier hergekommen ist, als wir in der Loot-Gegend waren. Und dann auch noch in dem Moment, wo ich dem eigentlich einen Headshot schnell geben wollte, damit der Ruhe gibt, dann auch noch leckt. Mehr Pech kann man ja wohl nicht haben. Okay, das ist ja toll. Hier geht's nicht durch. Dann müssen wir wohl oder übel eine Etage höher. Irgendwie. Da hoch so. Jetzt zum ersten Mal sehe ich hier keinen direkten Weg. Oder war die andere Tür? Ich bin blind. Ich dachte, das wäre derselbe Raum hier. Dabei geht es ja hier direkt weiter. Also wenn jetzt hier direkt Leute stehen würden, würde es mich wundern. Die wären dann ganz schön fies zu ihren Teamkollegen. Also Leute soll es ja geben. Steht denn da? Damage Range of Electromagnetic Transient Pulse. Ah ja. Gut, gut. Aber hier stimmt irgendwas nicht. Einen Moment. Oh. Jetzt haben sie mich natürlich gehört. Weil ich so zierlich leise entlang gelatscht bin. Also hier ist Nummer Uno. Da oben ist noch jemand. Den können wir uns schnell schnappen. Ist der Sektor sauber? Sauber sind wir durchgegangen. Sollten vielleicht nochmal nachsehen. Ist da sonst noch irgendwo ein Zugang? Oder ein Röhrchen, das uns nach oben führt? Wäre ganz hilfreich. Hier drüben ist nichts, alles klar. Dann gucken wir mal neben dran. Und keine Zeugen. Keine Zeugen, kein Ärger. Ist ein Konzept, das ich gut nachvollziehen kann. Ja, ich auch. Wann glaubst du, können wir von hier verschwinden? Sobald der Major sagt, er ist der Chef. Ja, pff, schön unauffällig auf jeden Fall. Ist das Wichtigste. Schaut jemand nach oder scheinbar nicht. Er muss schon nachschauen, wenn plötzlich bei einer Säuberungsaktion, wie es so schön hier heißt, plötzlich so eine Scheibe zerspringt.
So, ich glaube, das Rohr hier entlang zu gehen, dürfte nicht unbedingt gesund sein. Na, er geht. Hier hinten ist noch was. Es sind sogar zwei. Könnte ich rein theoretisch doch. Oh fuck. Dann machen wir mal ein bisschen Krach, oder? Ist ein Konzept, das ich gut nachvollziehen kann. Habt ihr schon gesagt, die Wiederholungstäter? Das sieht übel aus. Jo, aber sowas von. Ach du Scheiße! Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Dafür wird jemand umgelegt, das schwöre ich. Wenn ich ihn finde, ist er tot. Jo, dafür wird jemand umgelegt, das schwöre ich. Ich glaube, da drüben hat sich was bewegt, das muss er sein! Willst du Blut spenden? Nee, ich hab's nicht so mit Nadeln, tut mir leid. Aber Blutspenden ist wichtig, es soll Leute geben. Nach einem Unfall oder so, die Blut brauchen. Upsa. Das war jetzt nicht so schön. Du musst mich nicht suchen, keine Sorge. Du hilfst niemandem, wenn du dich versteckst, Fischer. Ich versteck mich nicht, ich gehe nur meinen Weg. Das funktioniert nicht, du Penner! Ich mit dem Falschen angelegt. Ach, ihr seid oben. Ich verstehe. Da gehen wir auf keinen Fall rein. Komm du doch einfach zu uns. Ich bin dabei, wenn ich einen gescheiten Weg gefunden habe. Okay, spielen wir. Scheiße, wir gehen da nicht rein. Für wie bescheuert hältst du uns? Das ist nicht rein, das wäre Runde in dem Fall. Eine genaue Ausdrucksweise ist wichtig. Scheiße, Löchen. Scheiße, da werden wir mit Sicherheit nicht reingehen. Warum nicht? Ah, da gehen wir auf. Ja, sicher, Arschloch. Wir sind doch nicht so bescheuert und gehen da rein. Dann komme ich halt zu euch. Ganz einfach. Du willst wohl, dass wir dir folgen? Vergiss es! Fenster öffnen, diesmal keinen Krach machen. Du spinnst ja wohl, ich geh da nicht rein! Jo, was gibt's denn hier noch so Schönes? Soll das ein Witz sein? Mich kriegt niemand da rein! Wo guckt der denn hin? Das probiere ich lieber nicht nochmal. Ach komm, sei leise, ging doch gut. Ui, ein Waffenversteck. Wir haben keine Punkte mehr, schade. Sam, ich weiß, dass du in Whitebox bist. Ich kann dir helfen. Melde dich, wenn du Robertsons System erreichst. Du hast also mitgehört, welche Überraschung. Solltest du nicht eigentlich Neuigkeiten in Bezug auf Sarah haben? Sie ist in der Warteschleife. Deshalb rufe ich an. Mach's kurz. Dad? Sarah, bist du das? Geht's dir gut? Die hatten mir gesagt, du seist tot. Sie sagten mir, man hätte dich getötet. Das Gleiche haben sie von dir behauptet. Ich... Sorry, mehr ist nicht drin, Sam. Grimm. Später. Du hast jetzt zu tun. Zorn. So, erstmal hier drunter durchlupen. Einen Kunden gibt's hier. Auf jeden Fall. Ja, rechts scheinen noch welche zu sein, jedenfalls höre ich so. Oh. Eigentlich wollte ich nur hier aufmachen. War auf jeden Fall schön leise. Feindliche Einheit in Whitebox. Es ist kein Wissenschaft. Oh, Scheiße! Wo ist der? Es muss von da drüben gekommen sein. Im Labor könnte ein feindlicher Agent sein. Bringen wir Colonel Prentice seinen Kopf. Ups. Eieieiei. Jetzt hab ich's.
So, dem haben wir auch mal guten Tag gesagt. 500 Punkte ist doch schön, schön. Auf jeden Fall ist die Musik schön. Wir müssen den cool. Kerl so schnell wie möglich finden. Versteckst du dich bei den Strebern? Klar verstrecke ich mich bei den Strebern. Versteck. Oh nein! Ja, oh nein. Hier liegt ein Toter! Sucht in den Laboren, in den Kammern! Sucht überall! Dass sie mich da nicht gesehen haben. Wirst du auch um dein Leben betteln, Fischer? Wette ja! Aber sowas von. Hilfe, mein Leben, mein Leben. Wie komme ich da jetzt rüber? Also jetzt werde ich plötzlich auch noch blind. Heieieiei. Hallo, lass mich doch darüber. Weiß ich nicht, also irgendwie so gut klappt's ja nicht. Klappt ja super. Da ist er! Du stirbst wie die anderen! An dem Vorsprung da oben! Der Typ ist unglaublich! Da ist er sterben! Ja, hey, da ist er! Ich wollte doch nur aus dem Fenster! Ich hasse es, wenn eine einzige Taste für sämtliche Sachen gut ist. Dann will man da einfach nur aus dem Fenster springen, stattdessen macht man irgendeine andere Scheiße. Nicht da reingehen. Netter Versuch, aber wir gehen da nicht rein. Sehe ich etwa wie ein Amateur aus? Zeig dich! Ja, doch schon. Verdammt! Wo steckt er? Da! Er muss da drüben sein! Du übertreibst es, Fischer! Ich weiß, dass ich es übertreibe. Oh fuck. Ha! Okay, damit vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal hoffe ich, dass es mit den Aktionen besser klappt und ich nicht unbedingt irgendeine Scheiße veranstalte. Ja, und irgendwie doof rumklettere, obwohl ich eigentlich einfach nur aus dem Fenster springen wollte. Klingt doof, ist aber so. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.